Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 26. März. Wie gewohnt starten wir in unsere Sendung mit den Kurzmeldungen aus der Region und beginnen mit einer Aktion für den guten Zweck. Über einen Spendencheck in Höhe von 6.812 Euro konnte sich am Dienstag das Kinderhospiz in Burg im Spreewald freuen. Das Geld wurde von der Klasse 10 des Hoyerswerda Foucault-Gymnasiums über die Internetspendenseite 99 Funken gesammelt. Die Übergabe wurde musikalisch von Clara Jantke umrahmt, die ein selbstgedichtetes Lied namens Pusteblume, wie das Hospiz später heißen soll, sang. Dieser Song und weitere 4 Titel gibt es übrigens als CD, deren Erlös ebenfalls der Einrichtung zugutekommt. Zahlreiche der Sponsoren waren im Foucault vor Ort und die Spendensumme wurde kurzerhand auf 7.000 Euro aufgerundet. Das Hospiz, das von den Johannitern gebaut wird, soll 2020 in Betrieb gehen. Das Kreisausländeramt gehört ab dem 1. April wieder zum Geschäftsbereich des ersten Beigeordneten des Landrates. Dies hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Landrat Michael Harig hatte diese Zuständigkeit im September 2017 kommissarisch seinem eigenen Geschäftsbereich zugeordnet, nachdem in vertraulichem Ton geführte Chats des ersten Beigeordneten Udo Witschers mit dem damaligen NPD-Kreisvorsitzenden Marco Wruck bekannt geworden waren. Witschers erklärte später, er habe damit Ausschreitungen gegen junge Flüchtlinge verhindern wollen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und ein von Witschers gegen sich selbst angestrengtes Dienstaufsichtsverfahren blieben ohne Konsequenzen. Der Nahverkehrsplan des Verkehrsverbundes Oberelbe sorgt bei den Bautzener Kreisräten für Verwirrung. Der Grund: in ihm steht, dass eine Reaktivierung der SPNV-Verbindung zwischen Kamenz und Hoyerswerda mit Kopfmachen in Hosena nicht weiterverfolgt werden solle. Dies widerspricht jedoch Erklärungen in jüngster Zeit, dass die Strecke sehr wohl reaktiviert werden soll. Das hat auch die Kohlekommission in ihrem Abschlussbericht gefordert. VVO-Pressesprecher Christian Schlemper erklärt die Diskrepanz damit, dass sich der Nahverkehrsplan auf das 2017 festgelegte Zielnetz beziehe. Damals sei von den jetzt in Aussicht stehenden zusätzlichen Mitteln noch keine Rede gewesen. Diese würden perspektivisch den Ausbau der Strecke nördlich von Kamenz sowie den Bau einer Kurve zwischen den Strecken nach Kamenz und Hoyerswerda ermöglichen, sodass dann eine neue, schnellere Verbindung entstehen könnte. Wenn zum Ende des Jahres der Mietvertrag des Landkreises Bautzen mit dem Eigentümer des Greenpark an der Flintstraße ausläuft, sollen etwa 100 der 250 dort untergebrachten Asylbewerber eigene Wohnungen in der Kreisstadt beziehen. Dies erklärte der Leiter des Kreisausländeramtes, Lars Eibisch, auf der jüngsten Kreistagssitzung. In den Genuss dieser Maßnahme sollen vor allem Familien mit Kindern sowie Personen, die sich in Arbeit oder Ausbildung befinden, kommen. Die anderen Bewohner werden auf die verbleibenden Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis aufgeteilt, davon 100 in Kamenz, 30 in Hoyerswerda und 20 in Wehrsdorf-Soland. Durch die Veränderung erreicht der Landkreis die angestrebte Quote von 30% der Asylbewerber mit eigener Wohnung. Bischofswerda beteiligt sich erstmals an der WWF Earth Hour. Dabei wird am letzten Samstag im März für eine Stunde die Beleuchtung an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten abgestellt. Zahlreiche Städte weltweit sind bereits am Aktionstag dabei. In Bischofswerda wurde die Teilnahme durch die NABU-Ortsgruppe angeregt, erklärt Stadtsprecher Sascha Hache.
Bei Oberbürgermeister Holm Große rannte man damit offene Türen ein. Am 30. März wird auf dem Altmarkt zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die Beleuchtung am inneren Ring des Altmarktes sowie die Strahler auf das Rathaus und den Mediaturm ausgeschaltet. Die NABU-Ortsgruppe wird ein Bild aus Teelichtern auf den Boden legen und vor Ort Interessierte zum Klimaschutz informieren und auch diskutieren. Zudem ist geplant, dass jeder die Möglichkeit hat, vor Ort ein Bild zu malen bzw. einen Wunsch für die Zukunft zu notieren. Diese Zettel werden dann im Aktionszeitraum an eine Leine gehangen. Interessierte Passanten erhalten zudem eine Checkliste mit 10 Tipps, aktiv etwas für die Umwelt zu tun. An der Schrammstraße in Zittau wird ab Montag wieder gebaut. Der letzte Abschnitt zwischen Einmündung der Hainstraße und der Kreuzung mit der Hochwaldstraße wird in den nächsten 2 Monaten fertiggestellt, informiert die Stadtverwaltung. Ursprünglich sollte das Straßenbauprojekt sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite bereits Ende Januar 2019 abgeschlossen sein. Die Projektlaufzeit wurde bis zum Jahresende 2019 verlängert. Die Verzögerung resultiert aus zusätzlichen Leitungsverlegungsarbeiten der Stadtwerke Zittau und zusätzlichen Arbeiten durch das LASUV im Bereich der Humboldtstraße, heißt es weiter. Der Landestourismusverband Sachsen sucht wieder den Gästeliebling. Bei der Auflage 2019 haben sich knapp 800 Betriebe beworben. 21 von ihnen sind jetzt im Finale, heißt es in einer Mitteilung. Die Auszeichnung erfolgt in diesem Jahr erstmals in den 3 Kategorien Hotel, Pension, Gasthof sowie Ferienwohnung. Für den Wettbewerb sind in erster Linie die Online-Bewertungen der Gäste ausschlaggebend. Damit wolle man für die Bedeutung derer sensibilisieren und zum aktiven Umgang anregen, so der LTV. Als Prämie winkt den 3 Landessiegern ein Kommunikationspaket im Gegenwert von ca. 3.000 Euro. Die Preisverleihung erfolgt am 3. Juni. 900 Kinder und Jugendliche standen am Montag in Bautzen auf den sprichwörtlichen Brettern, die die Welt bedeuten. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern an 14 Spielorten. Über den ganzen Tag verteilt gab es insgesamt 42 Aufführungen. Es war der mittlerweile 20. Schüler-Welt-Theatertag, der in der Spreestadt durchgeführt wurde. Ein Stück hat das Interesse von Kollege Lars-Henrik Wacker besonders geweckt. Warum, sehen Sie selbst. Dass Bautzen nicht unbedingt eine Großstadt mit Nachtleben und allem drum und dran ist, weiß wohl jeder in der Region, spätestens seit Silbermonds Song B96 auch die halbe Republik. Aber was machen junge Leute, wenn sie in der sogenannten Provinz groß werden? Einige offenbar ganz direkt damit umgehen und so sorgte ein Theaterstück der Solander Gerhard Hauptmann Oberschule durchaus für ratlose und zeitgleich schmunzelnde Gesichter. Am Arsch der Welt, so der Titel ihres Stückes. Um Gottes Willen, was wird das wieder? Ja, es sind so Ideen der Schüler und es ist dadurch entstanden, dass wir gemerkt haben, es ist schwierig heutzutage Stücke zu finden, die die Schüler wirklich ansprechen, die ihre Sprache benutzen und wo die Schüler sagen, dort stecken wir wirklich dahinter, das ist unsere Welt. Und wir hatten dieses Jahr das Glück, dass der Leon selbst ein Stück geschrieben hat und hat natürlich seine eigene Schülersprache benutzt. Und das haben wir einfach mal zugelassen und gesagt, mal sehen, was dann passiert, was rauskommt. Das war unsere Idee. Leon, das ist der Achtklässler Leon Thoms, der die Grundidee zu dem Stück niederschrieb. Bei fast jeder Probe wird immer noch daran gefeilt, aber das macht das Ganze auch spannend. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für den Theaternachwuchs. Die Idee dahinter war, dass es wirklich darum geht, dass es mal im puren Chaos endet. Weil es ist Fantasie, es ist ja nicht normal, dass man plötzlich aus eben Lehrer eben Professor wird und aus normalen Schulmädchen Batman und der Hutmacher oder sowas wird. Und da das am Anfang, deswegen ja auch diese Toilette und sowas, das wurde ja auch angedeutet, das soll quasi sehr, sehr chaotisch und sehr extrem krass depressiv dort aussehen, wie als hätte dort ein Tornado gewütet oder sonst was. Also sehr kaputt, sehr runtergekommen und dass die nicht gerade viel Spaß dort hatten auf dieser Klassenfahrt. Und ja, das wird dann halt aufgepeppt, dass dann auf immer noch haufenweise chaotische Figuren dazukommen und die, die normal geblieben sind, den kompletten Verstand verlieren quasi. Bei pubertierenden Teenies kann das auf so einer Klassenfahrt schnell passieren. Wenn die Stimmung kippt, dann ist das Chaos quasi vorprogrammiert, so wie bei den Darstellern des Stückes. Leon Thoms hat sich dabei schlicht und ergreifend an seiner eigenen Klasse und an den heutigen Gegebenheiten einer jungen Generation orientiert.
Also die Schüler, ganz typisches Ding, das Wichtigste ist WLAN, es wird wichtig, es kommt das Essen und dann noch, wo sie schlafen sollen. Die Lehrer, naja, sind dann wahrscheinlich eher mehr auf ihr Zeug aus, was sie auch haben wollen. Deswegen auch ich zum Beispiel als der Herr Berger, der dann halt als Biolehrer auch da mit der Pflanze kuschelt, weil das ist seine Welt, da fühlt er sich dann zu Hause. Und seine Kollegin dann als, naja, quasi kann man sagen, Direktorin oder als Chefin davon, die dann versucht, überall den Durchblick zu haben. Die Kinder, die eigentlich komplett schon einen an der Waffel haben durch das ganze Handygespiele und die Lehrer eigentlich gar nicht mehr als Autoritätsperson ansehen, sondern als Freunde, die man verarschen kann. Daher ist das schon sehr gut. Gleichzeitig zeigt das Theaterstück aber auch, dass die Jugendlichen eben nicht nur den Horizont eines Smartphone-Bildschirmes haben. Im Gegenteil, sie wollen kreativ sein, sich in ihrer ganzen Mimik und Gestik testen und einfach was Neues ausprobieren. Dann ist das Stück eben auch mal nach 20 Minuten fertig, wie im Falle der Oberschule aus Soland. Das Stück ist, wie gesagt, noch nicht ganz fertig, aber wir haben gesagt, wir spielen bis dahin, weil da hat jeder mal seine zweite Rolle, quasi seine Verwandlung, mal gespielt. Jeder hat das mal gesehen, wie die dann aussehen. Und da haben wir dann gesagt, bis dahin spielen wir. Bis jetzt haben wir es noch nicht weiter geschafft, weil da war da was und da mussten wir fürs Weihnachtsstück proben. Also, ja. Doch im nächsten Schuljahr möchte die AG das Stück Am Arsch der Welt komplett fertig haben und es dann auch mit vollem Elan aufführen. Ob es wieder am Deutsch-Sorbischen Volkstheater sein wird, das wird sich zeigen. Mit dem diesjährigen Auftritt ist Kerstin Muster sichtlich zufrieden. Die Lehrerin weiß nämlich auch, dass ein solcher Auftritt die Heranwachsenden vor eine Herausforderung stellt. Ich denke, die Schüler, die das ausprobieren, sind die Schüler, die gerne oder die Möglichkeit in sich spüren, auch mal in eine andere Rolle zu steigen, die den Mut auch dazu aufbringen, das zu tun, die sich auch bewusst von diesen Medien auch mal lösen können. Also unsere Schüler spielen genauso mit dem Handy oder haben das ständig bei sich, aber die können sich auch mal bewusst lösen und sagen, wir machen das jetzt mal anders, wir treten selbst in Aktion. Und das ist, glaube ich, für die Schüler auch ein besonderes Erlebnis, dass man mit anderen Schülern auch in so eine Interaktion treten kann. Es verbindet dann auch die Schüler sehr gut miteinander. Man merkt dann schon sehr schnell, wer miteinander auskommt und wo es nicht funktioniert. Theater als besondere Form der Kommunikation und des gemeinsamen Schaffens. In Bautzen liegt dieses außergewöhnliche Flair einfach vor. Nicht umsonst hat sich die Veranstaltung zu Deutschlands größtem Schülertheatertreff für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren entwickelt. Entsprechend stolz zeigen sich die Verantwortlichen des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Denn Jahr für Jahr wird viel Kraft hineingesteckt, um die große Bühne für den Nachwuchs herzurichten. Das soll nach dem Wunsch von Theaterpädagogin Heide Simone Barth auch in Zukunft so bleiben. Naja, jetzt mache ich mir erstmal meine Liste, was alles schiefgegangen ist und worauf man dann nächstes Jahr ein Auge haben muss. Und wie es weitergeht, das hängt natürlich immer von der Kreativität der Schulen ab, was da so passiert, was da für Ideen entwickelt werden. Wir hoffen, dass uns das auch weiter möglich ist, so ein Treffen zu veranstalten. Es kostet ja auch alles Geld, ne? Abgesehen davon, dass wir natürlich alle hier Unterstützung leisten. Also bei uns ist zum Beispiel der komplette Besucherservice im Einsatz. Das ist eigentlich gar nicht Sache derer, die heute Spielstätten betreuen. Und die sind auch abends alle recht schaffen erledigt, weil das wirklich anstrengend ist, auch alles im Auge zu behalten. Ich hoffe einfach, dass wir weiter Theater spielen mit Schülern und dass es, sag ich mal, an den Schulen selbst, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, mehr Stellenwert bekommt. Weil ich nicht immer ganz sicher bin, dass das Lehrerkollegium an der jeweiligen Schule und auch die Schulleitung eigentlich immer wissen, was ihre Lehrer da so stemmen, was da hier so passiert. Das Theater reicht mit diesem Tag den Schulen und ihren Schülern die Hand, um in eine nicht alltägliche Welt einzutauchen. Und gerade die Heranwachsenden nehmen das Angebot sehr gerne an, mit unendlich vielen Ideen im Kopf. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich mit mehr Informationen aus dem Lausitzwelle-Sendegebiet zurück. Musik.
Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum zu 2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Das pure Leben. Wenn es einmal in Gefahr gerät, dann sind wir zur Stelle. In diesen Situationen entfaltet sich unser ganzes Können. Wir sind bereit dazu, alles Nötige zu tun, um das Leben zu bewahren. Dabei vertrauen wir auf unsere Fähigkeiten, aber wir vertrauen auch auf das Leben selbst. Die Wege zurück ins Leben können weit sein und fühlen sich doch so großartig an. Das Wunderwerk Mensch lässt uns staunen. Wir nähern uns ihm mit modernster Technik. Wir kontrollieren Funktionen, entfernen Hindernisse. Wir beherrschen unser Handwerk immer, wenn es nötig ist. Wofür wir keine Maschinen brauchen, ist das von Mensch zu Mensch sein. Ein sich aufgefangen fühlen, Antworten auf drängende Fragen finden, nicht alleine zu sein. Und nach einem Regen scheint die Sonne besonders hell. Das Leben lehrt uns, dass sich Kämpfen lohnt. Wenn die Angst vor dem Scheitern einmal besiegt ist, dann ist der Weg frei für eine neue Lebensqualität. Denn ein Kniegelenk ist niemals nur ein Gelenk. Es ist Mobilität und Lebensfreude und vermutlich noch viel mehr. Fürsorge für andere Menschen gibt uns einen tiefen Sinn. In einem Krankenhaus gibt es an jeder Ecke eine Gelegenheit, um Mitgefühl und Zusammenhalt zu beweisen. Es beflügelt, es setzt neue Kräfte frei. Eine Arbeit Hand in Hand. Und so begleiten wir unsere Patienten ein entscheidendes Stück ihres Weges, in guten wie in schlechten Tagen. Wir hoffen gemeinsam. Niemand braucht sich verlassen zu fühlen. Wir sind da bis zum Schluss. Und so ist dieses pure Leben unser Wegbegleiter. Vertrauen, kämpfen, mitfühlen und hoffen. Unser Klinikalltag seit 120 Jahren. Oder können wir überhaupt von einem Alltag sprechen? Dieses pure Leben treibt uns schon sehr lange an. Und wir hören nicht damit auf. Beat my heart. Beat my heart. In der Drehscheibe Lausitz folgt nun der tägliche Blick in den Polizeibericht. Die Polizei in Görlitz sucht einen Schläger.
Mit einem Phantombild sucht die Polizei in Görlitz einen Mann. Er soll bereits am 29. Dezember vergangenen Jahres etwa 0.30 Uhr bis 0.45 Uhr zwei Männer am Obermarkt geschlagen und schwer verletzt haben. Vorausgegangen war ein Streit mit den 52 bzw. 54-jährigen Männern. Der Schläger wird als etwa 30-jähriger Mann beschrieben. Er war ca. 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare, die er hinter die Ohren gekämmt hatte. Er war von schlanker Gestalt und trug einen 3-Tage- sowie einen Oberlippenbart. Als Bekleidung konnten die Zeugen dunkle Hosen und einen roten Pullover erkennen. Wer Hinweise zum Gesuchten hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 65 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Aus dem Schwarzkölmer Steinbruch sind 400 Meter Kupferkabel gestohlen worden. Es handelt sich dabei um die Zuleitung für eine Brechermaschine, so die Polizei. Die Schadenshöhe wird mit rund 25.000 Euro angegeben. In Bautzen hat die Polizei am Montagnachmittag zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Die beiden 32 und 34 Jahre alten Männer hatten sich in einem Warenhaus an der Niederkainer Straße bedient. In einem Rucksack verschwanden rund 40 Videospiele, einige Parfümflakons und ein paar Schuhe. Mit dem Diebesgut im Wert von rund 1.100 Euro wollten sie das Geschäft verlassen. Doch einem Mitarbeiter war das diebische Duo rechtzeitig aufgefallen. Der Zeuge hielt die Täter bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife in Schach. Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf einem Vereinsgelände an der Passauer Straße in Lauter ihr Unwesen getrieben. Sie brachen gewaltsam die Tür zum Kassenraum und mehrere Garagen auf. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden jedoch beträgt etwa 1.000 Euro. Kriminaltechniker konnten Spuren sichern. In Pulsnitz kam es am Montagnachmittag auf der Großröstorfer Straße zu einem Unfall. Eine 31-Jährige war mit ihrem Opel an der Einmündung zur Vollungstraße mit einem Skoda zusammengestoßen. Dessen 45 Jahre alte Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht. Die Höhe des Sachschadens beziffert sich auf ca. 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Montagabend ist in einem Wohnhaus im Rothenburger Ortsteil Usmannsdorf ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein volltrunkener Mann schlug seine Lebensgefährtin und stieß sie zu Boden. Anschließend soll er sie sogar am Hals gewirkt haben. Die 40-Jährige konnte sich befreien und flüchtete aus dem Haus und alarmierte die Polizei. Eine Streife des Görlitzer Reviers nahm den 41-jährigen Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille. Nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns mit den Veranstaltungstipps und Wetteraussichten für den Mittwoch. Zuvor schauen wir in unserem Kalenderblatt noch nach Bischofswerda. Sie wollen im Radio und Fernsehen arbeiten? Wir bieten Ihnen einen Platz als Volontär oder Volontärin. 2 Jahre lang lernen Sie unsere Redaktionsabläufe kennen, arbeiten bei der Erstellung einer täglichen Nachrichtensendung mit oder werden, je nach Ihren beruflichen Zukunftsplänen, in der Redaktion oder Moderation eingebunden. Interessenten sollten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Medienkommunikation verfügen bzw. eine solche Ausbildung anstreben. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage lausitzwelle.de unter der Rubrik Ausbildung und Jobs. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Am 26. März 1227 wurde Bischof Swerda erstmals in einer Urkunde erwähnt. Nach Streitigkeiten um Ländereien war Matthäus von Kannewitz mit einem Bannfluch belegt worden. Nach sozusagen einer mündlichen Verhandlung hob Bischof Bruno von Meißen diesen auf und hielt es schriftlich fest. Die Stadt dürfte jedoch weit älter sein. Nach Berichten zum Leben des heiligen Benno habe der damalige Bischof einen unbedeutenden Marktflecken zur Stadt ausgebaut. Hier wird die Zahl 1076 genannt. Unter Bischof Witigo I. aus dem Hause Kamenz wurde um 1286 die Ringmauer mit Graben und Wall geschaffen. In diese Zeit fällt auch der Bau der Stadttore sowie der Fronfeste am Dresdner Tor. Hinzu kam der Bau des alten Rathauses in der Mitte des Marktplatzes. Damit wurden die Voraussetzungen für das Stadtrecht geschaffen. Seit 1361 darf sich Bischof Swerda offiziell Stadt bezeichnen. Nach der Verleihung des Marktrechtes um 1406 entwickelte sich die Stadt zu einem Handwerker- und Handelsstädtchen. Die Pest und Kriege sowie zahlreiche Brände suchten Bischof Swerda im Laufe der Jahrhunderte immer wieder heim. Im Mai 1812, im Napoleonischen Krieg, brannte die Stadt bis auf 3 Häuser komplett nieder. Beim Wiederaufbau wurden Pläne des Dresdner Hofbaumeisters Gottlob Friedrich Thormeyer im klassizistischen Stil umgesetzt und prägen bis heute das Antlitz Bischof Swerdas. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Zur Skatrunde treffen sich Interessierte am Mittwoch um 13.30 Uhr beim Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda im Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße und an gleicher Stelle beginnt um 14 Uhr auch ein Kaffeeklatsch. Das Team vom Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda erwartet am Mittwoch ab 14 Uhr seine Besucher unter anderem zum Dart, Billard, Kicker oder Wii spielen und Dance Aerobic für Erwachsene steht dann ab 18 Uhr im Programm. Ein Hobby-Kreativ-Nachmittag gibt es am Mittwoch in Burgkammer. Er beginnt um 14 Uhr. Im Rabrücker in der Bautzner Straße in Görlitz können am Mittwoch Kinder zwischen 8 und 14 Jahren Blechblasinstrumente ausprobieren. Ab 14.30 Uhr stehen Trompeten, Posaunen und Hörner bereit. Gesunde Snacks selber machen können Mädchen und Jungen am Mittwoch auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Dies ist ab 14 Uhr möglich und ab 15 Uhr kann auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Der Hoyerswerda Spätleseverein lädt am Mittwoch in die Bräunerbar in der Kuriestraße zum Clubnachmittag ein. Los geht's hier um 15 Uhr. Das Informieren, Erkennen, Vorbeugen und Therapieren steht auch am Mittwoch bei den Venenaktionstagen in der Apotheke am Jahnstadion in Hoyerswerda im Blickpunkt. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms im Seniorenkino um 10 Uhr den Streifen Ballon und in der Reihe Kino für Kenner um 17.15 Uhr die Tragikomödie Green Book – Eine besondere Freundschaft. Im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau heißt es am Mittwochabend beim Treffpunkt Gesunde Ernährung alles Käse oder was? Frische Milchprodukte aus der Region. Beginn ist 19 Uhr. Und ein Kinoabend steht am Mittwoch im Steinhaus Bautzen im Programm. Gezeigt wird ab 20 Uhr die Biografie der kubanischen Tanzlegende Carlos Acosta in dem Film Juli. In der Nacht zu Mittwoch, anfangs oft aufgelockert bewölkt und trocken, im weiteren Verlauf wieder dichte Wolken und etwas Regen möglich, Tiefstwerte plus 4 bis 0 Grad. Am Mittwoch überwiegend dichte Wolken und im Tagesverlauf teils schauerartiger Regen bei maximal 8 bis 11 Grad. Am Donnerstag zunächst noch viele Wolken, später Auflockerungen, dabei ist es meist niederschlagsfrei. Am Freitag zögerlich freundlicher und auch milder.
Das war die Drehscheibe vom Dienstag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen.